ich muss ja im Wohnmobil, ich muss ja nicht kochen. Das macht auch Spaß, also uns macht das Spaß. Aber wir gehen im Urlaub, wenn wir mit dem Reisemobil unterwegs sind, und andere Urlaub machen wir eigentlich überhaupt nicht, gehen wir sehr viel essen, auch in verschiedenen Restaurants. Und so lerne ich auch, ich sag mal, die Küche, die am Urlaubsort natürlich eine andere ist wie bei uns zu Hause. Also wir gehen unglaublich gerne italienisch essen. Wir gehen auch sehr gerne oder fahren sehr gerne mit dem Reisemobil nach Italien oder nach Spanien. Wir lieben diese mediterrane Küche. Die kann ich da in vollen Zügen genießen. Also habe ich nichts mit Kochen zu tun, ich habe nichts mit Abwasch zu tun, obwohl ich das im Wohnmobil alles kann. Und wenn wir mal keine Lust haben, weil wir einfach keinen Bock mehr haben, uns jetzt nochmal fertig zu machen, um rauszugehen, dann kann ich auch im Wohnmobil mal, wir nennen das immer so, mal eine Brotzeit abends machen, schön so ein Baguette gekauft, was Käse, was Schinken, eine Flasche Rotwein auf, also so richtig schön gemütlich, eine Kerze auf dem Tisch. Es ist auch geil, dass wenn ich im Hotel bin, habe ich diese Wahlmöglichkeit nicht. Ja? Klar kann ich da auch in andere Restaurants gehen, aber dann, wenn ich im Hotel auf meinem Zimmer da bin, ist das nicht mein Zimmer, das ist mir ein zugeteiltes Zimmer.